Moin Leute, ja, herzlich willkommen. Die nächste Folge von Rory McIlroy PGA Tour. Es geht weiter, das Finale, die Finalrunde, Open Championship in St. Andrews. Und ja, es kann losgehen. Ja, wenn wir hier einen richtig Bombentag haben, dann können wir in die Top 10. Offizielles Ziel sind Top 20, aktuell 30 da. Also, wenn wir hier jetzt ein paar weniger Fehler machen, dann kann es richtig weit gehen. Und ja, gucken wir mal. Und ich habe eben gesehen, Dustin Johnson ist der, der vorne ist und nicht Zach Johnson. Was aber auch für uns eigentlich sehr, sehr egal sein kann. So, auf geht's. Ja, vorsichtiger Start. Oh, und das ist hier wieder eine ganz miese Fahnenposition. Hei, hei. Auch wieder ganz dicht dran. Hier sieht man es gleich besser. So, unser Tiger-Outfit haben wir auch an. So, mal gucken, was es wird. Tendenziell lieber ein bisschen weiter als zu kurz, aber das ist schon richtig stark gewesen. Also, eine unserer besten Annäherungen. Bisschen Fade gespielt, bisschen Spin. Gegen den Wind auch der Fade. Haben wir jetzt vor rechts, ist auch egal. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt 1 unter für die Runde. Und damit sind wir, glaube ich, bei 2 unter. Ja, unser bisher bestes Loch. Hier haben wir 2 Doppelbogies gehabt bisher. Und ich glaube, ein paar. Da ist das hier doch schon gar nicht schlecht. Und minus 3 sind wir sogar. Oh, ganz schön viel Wind. Ja. Ah, okay, so wirklich knapp war es jetzt auch nicht. Guter Schlag. Und ja, wir können versuchen jetzt mal wirklich richtig auf Attacke zu spielen. Was haben wir denn bitte davon, wenn wir hier 20. werden, ne? Da der Unterschied von Platz 20 zu Platz 70 ist ungefähr so wie von Platz 10 zu Platz 12 so ungefähr. Also wir können hier wirklich riskieren, Attacke spielen. Ah, ist nicht schlecht. Dann habe ich die 8 Meter Wind doch ein bisschen, 8 Meilen sind sogar, doch ein bisschen zu wenig einberechnet. Aber trotzdem ganz okay. Für ein paar sollte es reichen. Und das ist ja jetzt nicht die leichteste, ne? Wenn man sich das Grün hier mal so anguckt, das ist schon, sieht aus wie so eine kleine Rodelbahn. Ah, ist okay. Hauptsache kein Bogey. Mit allem anderen kann ich hier leben. So, wunderbar. Paar gerettet. Naja, gerettet kann man jetzt nicht sagen. So schwierig war es jetzt nicht. Also, die Schläge waren ja soweit okay. So, weiter geht's. Auf der 3. Ja, hier kann man wirklich attackieren dann. Und da wir ein bisschen weiter rechts liegen, nehmen wir auch so ein bisschen den Bunker aus dem Spiel, der hier die Fahne oder das Grün beschützt. So, man kann ihn jetzt hier nicht sehen. Da ist er. Hufeisenform. Ja, das ist wieder eines von diesen Riesengrüns. So, 7. So, gucken wir mal, was passiert. War doch wieder relativ viel Wind. Also, ja, der Wind bläst ganz schön. Wieder zu wenig eingemessen, obwohl ich halt... Ja, okay, wir haben jetzt nur... Ja, nur den Draw gemacht. Damit reicht es denn nicht, den Wind hier auszugleichen bei 7 Meilen.
Ja, komm, 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 komm. Nein, zu kurz. Gut, dass er nicht auf der Linie war. Ja, okay, ein bisschen doller, dann wäre er auf der Linie gewesen. Aber auch hier das Paar, das ist okay. Wie gesagt, Hauptsache kein Bogey. Und ab und an mal ein Birdie und dann können wir uns hier verbessern. So, in den Bunker möchte ich da nicht rein. Rechts. Jo, der Abschlag passt. War schön. Ja, 320 Yards, da kann man nichts sagen. Ich meine, das ist ein saulanges Par 4. So. Probieren wir es jetzt mal so. Ach, schon wieder nicht, ha? Ei, meine Güte, wie viel Wind soll ich denn noch einplanen? Meine Herren. Ne, diesmal deutlich daneben. Aber wie gesagt, wenn wir hier auf den ersten neuen das Paar zusammenhalten, dann ist es okay. Und wir liegen ja minus 1 bisher. Also alles bestens. So. Ja, hier spielen wir es einfach wieder Mitte Fairway. Schöner Schlag. Ah, und hier könnte man eventuell sogar mit dem zweiten nochmal gucken, ob man nicht mit dem Driver Richtung Grün kommt. Ab und an klappt das mal. Ja. Ja, da brauchen wir nicht mal den Driver für. So, mal gucken. Mit dem Draw. Und der hat überhaupt keine Chance gegen den Wind. Aber trotzdem, kurzer Chip und dann Putt. Und dann sollten wir hier, also alles andere als Birdie wäre hier jetzt doof. Ach komm, da plumpst er rein noch. Das ist das Eagle. Und damit 9. Platz. So darf es gerne weitergehen. So, wieder sehr schön. Also der Wind hier bläst echt ganz schön, ne? Also da haben die Entwickler hier wahrscheinlich gesagt, ach komm hier. Sonntagsfinalrunde. Wir haben die Fahnenposition sowieso schon. Alle auf schwer, auch in den Tagen davor. Dann machen wir nochmal kräftig Wind rein. Aber diese Grüns sind so genial. Schaut euch mal an, wie groß die sind. Ist der Hammer. Also ich will nicht der Greenkeeper sein. So, wieder ordentlich dagegen steuern. Klar. So, dann noch ein bisschen so. Und dann noch ein bisschen hier hin. So. Ich hoffe, das reicht diesmal. Ja. Ja, war okay, ne? Diesmal leider ein bisschen zu viel nach links gezielt. Aber, naja. Wir nähern uns an. Na, das dachte ich mir schon fast, dass der nicht reicht. Jo, passt. So. Ja, immer noch
Top 10, das ist schön. Ja, wo wollen wir hier jetzt liegen? Ach, wartet mal, wir müssen ja auf die rechte Fahne. Nehmen wir mal lieber einen weniger. Oder zwei. Ich hab auf jeden Fall... Oh Gott. Zieh! Nein, ich wollte... Oh Gott, so kurz dachte ich jetzt nicht, dass das wird. Ich wollte nur nicht in den Bunker landen. Oh, und jetzt haben wir... Oh Mann, ey. Jetzt muss ich es mir auch echt schwer machen hier, ne? So, 170. Nehmen wir mal zwei mehr. Ah, mal gucken, was bei rumkommt. Oh Gott. Den haben wir ja gar nicht erwischt. Ach, herrje. Und auch das Bogey kann noch knapp werden. Naja, mal gucken. 90%. Ja. Oh ja. Ganz stark. Bisschen weniger Spin wäre noch besser gewesen, aber trotzdem, die Richtung, wie der geflogen ist, war super. Können wir es retten? Ja, wir können es retten. Also, das ist ein gefühltes Birdie, dieses Paar, nach diesen beiden katastrophalen Schlägen. Super. Also, auch das scheint zu funktionieren. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Aha. Auch hier wieder ein sehr dezentes Grün. So, es geht bergab. Das ist schon mal gut. Probieren wir es mal ohne Spin. Ich glaube, das ist sowieso relativ, dass der Ball relativ kurz fliegt. Ah, okay, fliegt doch weiter, als ich dachte. Oh Mann. Okay. 65 Fuß. 7 Inch runter. Gott, oh Gott. Also, das wird interessant. Ja, ne? Das ist okay. Das kann man machen. Alles andere als Paar oder als Paar hätte mich oder als Birdie oder Birdie wäre schon sowieso schon komisch gewesen, wenn wir den gelocht haben. Also das ist eine Wahrscheinlichkeit vielleicht von 5-10%, den da zu lochen. Ja, und da haben wir schon unsere neuen, unser letztes Loch für heute. Morgen geht es dann weiter mit dem Rest der Finalrunde. Ja, und hier könnte man durchaus auch nochmal versuchen, vielleicht Richtung Grün zu gucken. Aber bei der Seitenwind ist es, glaube ich, schwierig. So, ich habe trotzdem mal alles rausgehauen, was geht. Ah, nee, das geht hier, reicht nicht. Also mit ein bisschen Rückenwind. Carry 30 Yards weiter. Dann hätten wir darüber reden können, aber so... Naja, sollten wir trotzdem irgendwie Richtung Birdie gehen, ne? Sag mal, und diese Hintergrundmusik, ne? Erinnert mich immer so ein bisschen an Bilder von dir. Bis in die Ewigkeit. Das ist doch geklaut, oder? Das ist doch Leif Eldin. Oder hat Leif Eldin das geklaut? Bis in alle Zeit. Es ist genau die Melodie. Oh. Fast gar kein Break, okay. Also, es wird am Ende nochmal ein Pärchen. Und... Ja, eine gute halbe Runde für uns. Minus 5. Das Eagle war natürlich fantastisch. Und das Birdie auch. Und ich glaube, wir haben nicht ein einziges Bogey gespielt. Ne? Wir gucken eben nochmal ganz kurz auf die Scorekarte. Ja, also ein Birdie, ein Bogey, der Rest in Paar.
Ja, was will man mehr? Das ist doch richtig gut. Minus 5, da sind wir mit an den Top 10 dran. Ja, ich schätze mal, eine minus 7, minus 8 muss man schon haben, um dann bei den Top 10 zu bleiben, wenn alle durch sind. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut.